Ja, herzlich willkommen, werte Formel 1-Fans, zu einem weiteren News heute am 10.01.2014 von den Formel 1-Talkers. Und ja, heute habe ich mal wieder eine News rausgesucht, die ich nenne es mal recht interessant auf jeden Fall ist. Und zwar kann man sagen, dass die Teams nächstes Jahr einen Fahrer suchen, der schnell fährt, aber auch gleichzeitig sparsam fährt. Grund dafür ist einfach, dass nächstes Jahr, wie ja bekannt ist, 100 Kilogramm plus erlaubt sind pro Rennen und die maximale Durchlaufmenge von dem Benzin pro Stunde darf 100 Kilogramm sein. Das bedeutet also, wenn, sag ich mal, man die volle Leistung des Fahrzeugs abruft, also diese 100 Kilogramm pro Stunde, würden allerdings viele Fahrer das Ziel nicht erreichen. Also würde bedeuten, dass sie nach einer Stunde schon ohne Benzin stehen bleiben würden. Und das hat also den Einfluss schon mal, dass theoretisch kein Endziel kommen würde und man noch eigentlich eine halbe Stunde mehr Benzin brauchen würde, weil ungefähr ein Rennen dauert ja ungefähr 1,5 Stunden. Und ja, bei Ferrari hat man auf jeden Fall schon mal durch Fernando Alonso auf jeden Fall das gemerkt, dass es nicht nur auf das Team ankommt, sondern auch auf einen Fahrer, der schnell ist und gleichzeitig spritsparend fährt, weil ja, das Problem ist eben halt wirklich, dass man eben halt nicht diese 100% fahren kann immerzu. Und boah, wie man das nun bewerkstelligt, wird man sehen. Spätestens in Australien, wenn das erste Rennen losgeht, wie viele denn ins Ziel kommen mit Benzin und nicht. Speziell, man muss auch immer noch Reserven haben für die Benzinprobe. Ja, ich würde einfach mal sagen, wir lassen uns überraschen. Ihr könnt aber gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass ab nächstes Jahr die Fahrer oder die Teams weniger Benzin ins Fahrzeug reingeben dürfen. Wenn man es ja so nimmt, für die Umwelt ja ganz gut. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin einfach mal. Ciao, ciao.